Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Let's Show. Wir spielen Dota 2. Es wurde mir auf Steam geschenkt. Dafür danke ich nochmal sehr. Wir werden das Ganze zocken. Ich habe es vorher noch nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe es kurz angetestet. Zwei Runden habe ich gespielt. Das Spiel kannte ich schon vorher, aber ich hatte nicht die Muße, es mir zu kaufen. Und dann wurde es mir aber freundlicherweise geschenkt von einem lieben Abonnenten. Vielen Dank dafür. Und natürlich mache ich dann sofort ein Let's Show davon, weil es mich natürlich auch interessiert und ich bis jetzt mal bloß geloost habe. Ich hoffe, das wird sich im nächsten Match ändern. Vorweg, ich habe größtenteils keine Ahnung von dem Spiel und deswegen möchte ich hier kein Geflame in den Kommentaren lesen, etc. Ja, Dota 2, ein MMORPG von Valve. 2010 erschien, nee, 2012 erschien, was sage ich denn? Der zweite Teil von Valve, der erste Teil war eine Erweiterung zu Warcraft 3. Und ich würde sagen, wir starten erstmal. Wir labern gerade gar nicht lange. Ich suche erstmal eine Partie, weil das immer ein bisschen länger dauert. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen was lernen. Wir haben verschiedenste Helden. Ein paar Helden, die sich zur Stärke bekennen, ein paar zur Agilität und ein paar zur Intelligenz. Ich habe mich noch mit fast keinem auseinandergesetzt und habe beim letzten Mal nur so ein paar Sachen gelernt, wie man Fähigkeiten bekommt etc. und dass man sich durch Ingame-Geld, das man während des Spiels erhält, Sachen im Shop kaufen kann, mit denen ich mich aber auch noch nicht so auskenne. Also wie gesagt, falls ihr gerne Anregungen oder Tipps für mich habt, immer gerne in die Kommentare. Oder falls ihr mal Lust habt, eine Runde gegen mich zu zocken, dann sagt Bescheid und das können wir dann gerne mal machen. Ja, ich warte jetzt immer noch auf die Verbindung zu einer Partie, das dauert mal ein bisschen. Wir können ja einfach ein bisschen durchgucken in der Zeit. Wir haben ein paar Leute in der Stärke, zum Beispiel mit Dragon Knight, mit dem habe ich vorhin gespielt, wo ich total geflamed irgendwie. Du machst alles falsch, du hast gar keine Ahnung von dem Spiel, ne, habe ich auch nicht. Ist auch kein Wunder. Ja, da haben wir hier die verschiedensten Fähigkeiten, die dieser Charakter besitzt. Zum einen kann er Feuer spucken, dann Dragon Tail, also Drachenschwanz sozusagen. Dann Drachenblut, das Blut eines Drachen verbessert die Lebensregeneration und stärkt die Rüstung. Und Elder Dragonform, da nimmt er dann die Form eines Drachen an. Und so weiter und so fort. Hier haben wir noch ein paar Daten zu ihm. Das sind die Angriffsstärke, die Rüstung etc. Hier haben wir noch die Bio, die Stats von ihm. Dragon Knight und so weiter und so fort. Wie kommen wir jetzt zurück? Helden? Ja, genau so. Dann gucken wir mal ein bisschen. Ah! Okay, ich würde sagen, wir starten da lieber erstmal ins Spiel, weil das Spiel wird. Ja, mein letztes Spiel hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ungefähr. Also, das Ganze ist ein Strategiespiel für alle Leute, die es nicht kennen. Und das Ziel des Spiels ist es, in die Base des Gegners einzudringen und dessen Türme zu zerstören, beziehungsweise dessen Base zu zerstören. Zwischendurch werden, ich weiß nicht wie genau das abläuft, zwischendurch werden computergesteuerte Gegner auf die feindliche Base losgeschickt. Die werden dann einfach praktisch wie Kanonenfutter immer vorgeschickt und dann sozusagen verbraten. Genau dasselbe hat der Gegner auch. Von die werden dann auch losgeschickt und werden dann auf die Türme geschickt und so weiter und so fort. Und wir müssen dann halt die Drecksarbeit errichten, erledigen und uns halt, naja, größtenteils um die Türme kümmern. Okay, so, wir sind drinne. Wir warten jetzt noch darauf, dass alle Leute hier bereit sind. Beziehungsweise die Leute sich alle den Charakterauswahl, die kommt gleich erst. Wir haben zwei Teams. Einmal Die Radiant und Die Dire. Oder Die Dire und Die Radiant.
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das die beiden Teams, die immer gegeneinander antreten. Hier vorne sehen wir zum Beispiel einen dieser Türme, den es dann gilt zu zerstören, solange es ein feindlicher Turm ist. Auf dieser Karte habe ich übrigens vorhin auch gespielt. Hier vorne müsste. Das hier müsste dann unsere Base sein, oder? Müsste, oder ist das hier wieder unsere? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall gilt es dann schlussendlich, dieses Ding hier zu zerstören. Diese Hauptquelle praktisch. Und oh, bei einem ist es fehlgeschlagen. Alles klar, und ich bin wieder draußen aus der Partie. Verdammt. Das ist dann natürlich Kacke. Aber okay, da kann ich jetzt leider nichts machen und müssen so lange warten, bis wir ein neues Spiel finden. Was dann auch schon gleich geschehen ist. Und falls ihr spezielle Charaktere habt, die hier besonders gut sein sollten, etc., dann schreibt mir die gerne. Und warum die gut sind und etc. und so weiter und auf was man hier achten muss, etc. Weil das ganze Ding ist ja ähnlich wie LOL. Oh mein Gott, ich werde mit dem Satz, habe ich mir zu viele Hater eingehandelt. Das ist nicht wie LOL. LOL ist viel besser. Ich spiele gar kein LOL. Ich habe mich so von LOL abgewandelt. Beziehungsweise es noch nie gespielt. So, 8 von 10 Leuten sind bereit, alles klar. Fehlen dann nur noch 2. Mal gucken, wie lange die noch so brauchen. Hier ist übrigens meine Steam-Liste. Falls du dich in dieser Liste noch nicht wiederfindest, meine Steam-ID steht auf meinem Kanal auf der rechten Seite. Nur so zur Information. Ach so, hier haben wir noch ein paar Streams, beziehungsweise. Ey, da wurde ich schon wieder rausgekickt, nur. Oder beziehungsweise haben schon wieder nicht alle Leute angenommen. Meine Fresse, das ist aber auch nervig, muss ich sagen. Das ist. Oh, Entschuldigung. Das ist schon relativ kacke, aber jetzt haben wir endlich ein Spiel gefunden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. So, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ah, super. Läuft so, bei ein paar Leuten lädt's noch. Ich bin bereit. Alles klar. So, hat das Spiel betreten? Hat das Spiel betreten? Gut. Soweit ich weiß, beziehungsweise so, ich glaube, gibt es sogar, oder gibt es mehrere Karten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Bis jetzt habe ich bloß auf dieser Karte gespielt. Aber meiner Meinung nach gibt es mehrere Karten. Und wenn nicht, dann wäre es irgendwie ganz schön assi. Weil wenn es bloß eine Karte geben würde. Oh, Alter, sag mir nicht, dass. Doch, er ist bereit, das ist gut. Ach nein, wir sind wieder in irgendwelcher russischen Mannschaften hier. So, ich schaue hier mal kurz durch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich nehmen soll. Doombringer. Keine Ahnung. 41 Sekunden noch. Wer bist du hier? Assassine, was bist du hier? Noch ein Assassine. Fähigkeit passiv, Phantom Strike. Betrifft gegnerische Einheiten pur. Ach scheiße, ist schon weg, fuck. Lass ihn uns einfach nehmen. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch ganz schön viel. Also ich meine mal 3, 4, 5. Achso, sind 5. Ich meine mal 5. So, er muss sich jetzt hier erstmal fangen mit der FPS-Zahl. Das hackt am Anfang mal ganz schön. Weil. Ich weiß nicht. Also das liegt aber nicht an mir, das liegt ja an meinem PC, das liegt lediglich an Servern bzw. an der Connection. Trotz 32.000er Leitung. So, kommt ihr? So, hier unten sehen wir übrigens schon das Ingame-Geld. Das wird nachher mit der Zeit immer weiter steigen. Und ich werde mich schon mal auf die Hotkeys begeben. QWER. Ja, genau, QWER.
Ach so, alles klar. In 3 Sekunden beginnt der Kampf. Bis dahin können wir ja noch ein bisschen verweilen. Ja, wir haben hier oben unsere Lebensanzeige und das die Mana-Anzeige. Hier haben wir unsere Fähigkeiten. Dann haben wir hier das Angriffstempo, der Angriffsschaden, die Angriffsreichweite. Alles klar. Das ist sehr gut. Da sind diese dieses Kanonenfutter, was ich vorhin meinte. Ich laufe einfach mal gerade hier lang. Mal gucken, wann ich hier auf irgendwen treffen werde. Ach, hier ist einer von meinen Leuten, alles klar. Der hat irgendwie so ein bisschen Kollateralschaden schon erlitten. Cool, da liegt Regeneration rum. Hab ich auch noch nicht gesehen. Oh, hier ist ein Fight. Lass uns einfach mitmischen. Oh fuck, ich werde hier angegriffen. Weiter geht's. So, hier oben ist eine dieser Türme, die ich meinte. Oh fuck, ich bin tot. Natürlich, ich bin irgendwie immer der, der als erstes stirbt. Das ist klar. Das geht mir immer so. Was? Red Deutsch. Warum haben die alle so coole Fähigkeiten? Will ich auch haben. Kommst du? Dann unser Kanonenfutter ist wieder da. Alles klar, und ich gehe jetzt auf die Bastarde hinten drauf. Ach scheiße, ich gehe schon wieder drauf hier. Verdammt! Ey, ganz ehrlich, ne? Was muss ich denn bitte tun? Also, ich bin ja irgendwie total ausgeliefert hier, ne? Ich habe das Gefühl, alles und jeder ist total der Held und bin total ein Noob hier. Absolutes Bewegungstempo, Boni. Gekauft. Das gibt's nicht. Mein Top Tower ist übrigens gerade unter Beschuss. Wie kann ich diese Sachen dann hier bitte aktivieren, sag mir mal. Nicht genug Gold. Nicht genug Gold, okay. Mein Middle Tower. Wo ist denn der Rest von uns? Hat so eben Animal Courier erworben. Wurde hier fallen gelassen. Alles klar. Weiter geht's. Was lässt er denn damit zu fallen? Scheiße, Mann. Alter. Lag? Gut. Oh. Was war das Schönes? Ist das jetzt schon, also... Why don't you pick up the courier? I did.
Kreatur, welche Gegenstände von und zu ihrer Basis transportieren? Was? Nope. Hä? Hab ich doch gerade aufgenommen. Was willst du von mir? I've got it. Oh, leck mich doch fett, ist mir auch egal. Ich weiß, wo ich aufgehoben habe, leck mich doch. Oh, das ist ja irgendwie kacke. So, ich laufe dann gerade mal hier lang. Komme ich hier? Nein, halt. Ich möchte den Typen gerade von hinten überraschen. Fähigkeit passiv, Shadow Friend. Gegner. Ach, fuck you. Ach, ist das ein Dreck. Jetzt habe ich hier so einen coolen Esel. Komme ich mir vor wie bei Shrek. Voll der Esel, Alter. Oder habe ich irgendwie so ein Charakterfenster oder was? Kann ich auch nicht. Ist mir gerade zu hoch. Krieg ich mir direkt auf die Schnauze hier, ne? Der Kurier von Dire wurde getötet, alles klar. Heile ich mir jetzt eigentlich automatisch? Ja. Langsam. Bot SS. Was bist du für ein... Was mit SS? Ach, was ist er denn hier für ein Affe? Oh. Regt mich richtig auf. Also... Und unser Tower ist... Jo, unser Tower überlebt das nicht. Yep. Und es steht jetzt... Sind wir am Führen? Ich glaube, wir führen, oder? Leck mich doch fett, ey. Ach, komm ich schon den ganzen Affen an? Was willst du? Ey, Alter. Leck mich doch fett, ey. Ich ein Level up, das ist ja sehr gut. Welchen Buchstaben ist hier zugeordnet? I know. Ah, cool.
Irgendwann geht gerade die Party ab. Scheiße, ich hab keinen Mana mehr. Jo, da könnt ihr gerne mal raufgehen. Ich bin zu. Your top tower is under attack. Tralala. Galt Lebenspunkte. Drei, zwei, eins. Geht nicht. Ich check's nicht. Leute, 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 ey. Und bleib hier tot. Super. Wer hat mich getötet? Ach er. Super. Gut gemacht, Jungs. Einsame Spitze. Ne, wir müssen mal nach hier oben laufen. Hier in der Mitte wird auch. Ja, doch, hier in der Mitte wird wieder gefightet. Gehen wir mal runter zur Mitte, mal gucken, was hier so abgeht. Ich bin so ein Noob in diesem Spiel, das ist auch der Grund, warum ich kein LOL spiele. Scheiße. Hat er die alle geplättet? Spacko, ey. Aber wie... Tot. Was? Alles klar. Oh, jetzt kommen sie alle an, du. Jetzt kommen sie hier unten alle. Jetzt, ey, zu dritt? Was soll das denn? Muss ich das kapieren? Oh, ich habe hier noch ein Level up. Nehmen wir das einfach mal dafür. Da ist er ja. Auf den Turm. Alter Finowski. Bin schwer tot, oder? Nein, noch nicht. Aber gleich. Nächstes Upgrade auf Helden Level 5. Naja, ich würde sagen, sterben ist besser, als die ganze Zeit darauf warten, neues Leben zu generieren. Was haben wir noch? Attribut. Agilität. Jetzt kann ich das hier auch nehmen. Ah, okay, mit X und C kann ich das machen. Alles klar. Was geht hier ab? Nein, Top Tower, alles klar. Mit X und mit C. Oh, das sieht hier gerade gar nicht gut aus.
Lass mich nochmal zu dem Top Tower gehen. Und hier oben steht. Was soll das denn? Your top tower is under attack. Ah, ist klar. Ah, das ist alles klar. Wieder was dazugelernt. Man lernt halt niemals aus. Ich brauche was für meine Mana. Was gibt mir denn hier Mana? Regeneration Mana. Ausgezeichnet. Ab wann kann ich das denn hier nehmen? Verstehe ich nicht. Er lümmelt sich hier vorne gerade einen ab. 13 zu 15. Ach, warum laufe ich denn hier eigentlich rein? Bin ich dumm? Laufe ich da erstmal fett rein? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich könnte mich natürlich jetzt zurückkaufen. Machen wir einfach mal. Back. Wohin back? Du Lappen. Super. Ey, ich bin... Ah, jetzt ist es drin. Warum dauert das immer? So viele Fragen. Keiner kann eine Antwort liefern. Ich glaube, ich sollte das Ganze Let's Fail nennen. Noch schlimmer, ich soll jetzt eigentlich keine YouTube hochladen. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Mein Top Tower has fallen. Falling in love oder was? Husch, husch. Your top tower is under attack. Ach Scheiße. Dreck, Scheiße, nimm mir noch warten. Push top. Okay. Das Doofe ist auch, ich habe irgendwie Osteuropa eingegeben und lande hier trotzdem bloß mit englischen Leuten zusammen. Ist doch komisch. Ich dachte, Osteuropa ist Deutschland. Genau. Genau, Osteuropa ist Deutschland. Meine Meinung. V und X. Alles klar. Oh oh. Ach fuck, ich bekomme hier vorne schon einen Besuch.
Es gibt's nicht. Ja. Sniper, good job, but be careful. Er redet nicht mit mir, das ist gut. Helden Level 7. Alles klar, bilde ich erstmal das aus. Ist eine passive Fertigkeit, oder? Ja. Okay. Was? Headshot? Oh, ich spritze das Blut. Ach, da hinten steht er schon wieder. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. 18 zu 21. Welche Tower stehen denn noch? Bei dem steht noch der Tower. Der Tower. Hauptsache das Geld wächst, ne? Ist ja die Hauptsache. Was habe ich hier? Gefangene sehen, gewähren 2 zusätzliche Schaden. Okay. I am back with new victims in mind. Das ist ja auch eben das, warum ich dieses Spiel halt nicht so sehr mag. Weil sie mir einfach zu umfangreich sind. Und man irgendwie, keine genaue Angabe hat jetzt, wie man das am besten machen sollte. Und man nicht gleich zum ersten Mal durchsieht. Mann, ich wollte ihn killen. Baku. Er hat einen Triple-Kill. Naja, wenigstens ein weiterer Tower von denen weg. Und wir führen. Das ist doch schon mal sehr gut. Okay, also mit Faust, Mana. Das ist scheiße, dass ich mir das noch selber zuordnen muss, damit der Maus noch rumklicken muss und. Ach, das ist doch kacke. Kannst du alles fixer mit Tastatur gehen? Der ist tot. So, ich bin auch angekommen. Ach so. Oh, das ist aber so ein bisschen feindlich. Oh. Wurde ich schon wieder gekillt? Das gibt's doch nicht. Dabei hatte ich die noch gerade so schön. Lux wird böse. Lux bekommt Aggressionen. Was ist das denn Schönes?
Schaden magisch. Dann muss ich R drücken, was? Was geht ihr denn? Ich laufe ihm hier gerade einfach mal nach. Entscheid dich doch mal, wo willst du denn hin? Wir spielen hier aber nicht Rotkäppchen und der große böse Wolf. Okay. Super. Und rauf da. Oh fuck. Da wurde ich dann gerade einfach mal böse umgenatzt. 20 Sekunden. Geht's weiter. Oh, 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 oh. Böse, böse, böse. Aber ich muss sagen, es macht Spaß. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn du halt das Spiel mehr kapiert hast. Aber vom Grundprinzip ist ja eigentlich immer dasselbe. Hinlaufen, Tower zerstören. Und dich mit allen kloppen. So, wo lang läufst du? Du läufst oben rum, das ist sehr gut. Tralala, tralala. Ich bin die böse, etwas schwarze Gestalt und laufe hier durch den Wald. Ich sehe ziemlich alt aus. Ich... Spacko, ey. Macht erstmal einen Monster-Kill. Ob's auch einen Rockstar-Kill gibt? Haha. So, lass uns mal hier reingehen. Scheiße, ich wollte mich gerade heilen. Cool. Dann sind wir schon fast da. Oh, Stärken 40 zu 25 für uns. Das ist ja schön. Das freut mir. Ich sollte mir vielleicht mal so ein bisschen Mana-Zeugs hier kaufen. Was war denn das? The enemy's middle barracks has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Die mittlere Barrikade unseres Gegners sind gefallen. Sehr, sehr gut. Ja, geil. Jetzt haben sie ja gleich. Ich
Er ist jenseits von Godlike. Schon klar. Forward, noble steed. Souls beckoning. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's bottom tower has fallen. Alter. Was lachst du denn da so dämlich? Ah, geht doch. Warum nicht gleich so? So, hier Rückhof. Ticken out? Wer ist ticken out? Jetzt läuft er unten rum, oder was? Das wird doch eh nix. Und damit meine ich nicht die Firma Square Enix. Hahaha, oh Mann. Es ist 23:45. Es ist viel zu spät für diese Witze. Vincent Vegas, ein Blutrausch. Na, wenn es ihm Spaß macht. Da heizt der einen einfach um, das gibt es nicht. Was ist das für ein Affe? Das ist bestimmt eh voll der Cheater. So, noch 15 Sekunden. Und dann gehe ich jetzt aber mal von unten rum. Oh, ich habe hier ein Level up. Ja, ist klar. Gut, er geht unten rum, das ist sehr gut. Jemand sollte ihn endlich töten. Genau, Nebros. Den sollte man wirklich langsam mal töten. Ist das der Typ, der mit so Bam Bam und so macht? Oh oh, hier geht's gerade richtig ab. Auf Fortified? The enemy's bottom barracks has. We now have mega creeps. The enemy's middle tower has fallen. Das war's. Sieg der Dire. Tja, da haben wir doch mal schön gewonnen. Und Spieler Level 9 hält. Ah, cool, ich bin 19 Mal gestorben, ich habe keinen einzigen getötet. Ist ja unglaublich. Was haben wir hier? 18 Kills, zweimal gestorben, 15 Kills. Unglaublich, wie schlecht ich bin in diesem Spiel. Muss man einfach mal gnadenlos anerkennen. Was haben wir bei denen hier drüben so Schönes? Aha, aha, alles klar, alles klar. Okay, was haben wir jetzt hier Schönes? Beard of Cyclist. Habe ich mir jetzt freigeschaltet? Oder was? Keine Ahnung. Also, wir haben auf jeden Fall gewonnen nach 32:52. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel, wenn man sich eingefuchst hat, macht es wahrscheinlich mega mehr Laune. Und man kann es dann wahrscheinlich auch besser kommentieren. Das war lediglich eine Show. Ich wollte euch lediglich einen kleinen Einblick zu dem Spiel geben. Jetzt wisst ihr euch von meinem Commentary her, wie man sich fühlt, wenn man zuerst in dieses Spiel reingeworfen wird. Weil man zu Anfang echt nicht wirklich weiß, was man machen soll. Und
Es gibt viel zu viele Funktionen und Fähigkeiten etc. und diese dann auch noch alle zu belegen und 1000 Tasten und da bist du dann schon irgendwie ganz schön aufgeschmissen. Deshalb, ja, ist man da halt ein bisschen verloren am Anfang und wird dann halt ein bisschen zugeflamed, aber das wird ihm jetzt halt auch wahrscheinlich liegen. Wir haben gewonnen, ich kann nur so viel sagen, dass ich wahrscheinlich der Schlechteste aus meinem Team war, aber wir trotzdem gewonnen haben und ich mich so viel eingebracht habe wie möglich, auch wenn wahrscheinlich die Hälfte davon eh falsch war. Na gut, das war's von diesem Let's Show. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, immer gerne schreiben. Und bis dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.